Karlsruhe. Die 19-jährige Welt- und Europameisterin konnte dieses Turnier nach ihrem Sieg im vergangenen Jahr zum zweiten Mal gewinnen. Für ihre Kühe mit den Keulen erhielt die Russin mit 9,7 Punkten die höchste Wertung des Tages. Nur noch für Mila Marinova wurde diese Note gezogen, und zwar ebenfalls für die Keulenkühe. Damit gelang es der Bulgarin, die zweite Russin Oksana Skaldina von Platz 2 zu verdrängen. Während sich die beiden großen Gymnastiknationen, Bulgarien und die UdSSR, die ersten 6 Plätze im Vierkampf schwesterlich teilten, musste sich Michaela Ziegler aus Schmieden mit Rang 11 zufrieden geben. Gerade mit den Keulen unterlieb ihr der einzige Patzer in diesem Wettkampf. Ihre Vereinskameradin Sandra Schöck belegte Rang 18. Alexandra Timoschenko muss sich nun im morgigen Gerätefinale noch einmal beweisen.